Yes. And I formerly was a clinical professor, one of the medical schools, but I resigned. I'm now emeritus. Mm-hmm. So just private practice. Free. Practice? Yes. Your own office then? Yes. Yes. Very good. Much quieter. Yeah. Yeah. And which university are you? Delta. Mach mal einen Schwenk in der vorderen Reihe. Mit den Resten. Ich glaube, wir fangen mal an, obwohl die Harlachinger wahrscheinlich noch etwas später kommen. Frau Fulki ist so nett und stellt dann Herskowitz vor. Mhm. Dr. Morten Herskowitz kommt aus Philadelphia nach Deutschland, um einige Vorträge über Orgontherapie und auch Erinnerungen an Reich zu halten. Er war Schüler und später Mitarbeiter von Wilhelm Reich. Er ist selbst Orgontherapeut, Leiter einer Forschungs- und Ausbildungsgruppe von Orgontherapeuten in Philadelphia. Das ist offen. In freier Praxis tätig, früher auch tätig an einem psychiatrischen Krankenhaus, an einer psychiatrischen Uniklinik in Philadelphia. Er ist Mitglied des amerikanischen Colleges der Neuropsychiater und Autor eines Buches über menschliche Panzerung, Einführung in die Orgontherapie. Wir haben, just a second, wir haben das Problem mit dem Englisch. Ist jemand da, der überhaupt kein Englisch versteht? Wunderbar. Aber sehr wenig. Sie können sich, also dann würde ich Sie ermutigen, sozusagen, wenn Sie was Wichtiges nicht verstanden haben. Finden Sie schon mal einen nonverbalen Kanal aufgestellt und so? Also ich würde trotzdem mal, wenn es nicht geht, übersetzen. Aber Sie wissen, das ist natürlich immer nur den Diskussionsfluss sehr. Dr. Herskowitz hat gesagt, er würde es versuchen, schön deutlich und langsam zu sprechen. Wollen wir es mal so probieren? Oder wollen wir es nicht? Wollen Sie es nicht? Dann, we try to do it in English, but if it's too difficult, you should look at her. This lady. if she looks very desperate. Right. Okay. Können wir uns vielleicht erfahren, wer so viele Gäste sind, abgesehen von unserem Referenten? Ja. Ja, das ist richtig. Ja, also. Nein, ich als. Ja. Ich fasse es mal zusammen. Es gibt hier einige Ärzte und Studenten, Medizinstudenten, die mit Orgontherapie vertraut sind und die bei dem verstorbenen Dr. Hoppe, der hier in München tätig war, Therapie machten, sind auch Verwandte von ihm hier und welchen Dr. Hoppe? Dr. Walter Hoppe. Walter. Ja. Der auch ein Buch geschrieben hat über Wilhelm Reich und andere bekannte Wissenschaftler. Okay, also es sind eine Interessengruppe. Ja. Okay. Man is born free and everywhere he is in chains. How did this change come about? I do not know. These are the opening lines of Jean-Jacques Rousseau's Social Contract. In the course of this lecture, I hope you will find at least a partial answer to this question. The key is the process of armoring. It followed Reich's emphasis on character analysis, and he came to recognize that character is represented in the body as well as in behavior. That emotional repression is simultaneously a somatic as well as a psychological event.
Wie stehen Sie, Jana? Okay. Great novelists have recognized this and have generally characterized character in the form of bodily terms. The individual who draws in his breath when the events are overwhelming, the angry man who walks around with a tight jaw, the stubborn person who has a stiff neck. These are all recognized by all of us, and all of us respond to these in our reactions to other individuals. Armoring converts free laughter into a cackle or a twitter. It may cause a woman to speak in a little girl's voice. It does not merely change a function by degree, but by kind. It renders behavior more predictable, more stereotyped. Armoring puts life in constraint. Armoring is most often revealed in muscular tension, but it is also revealed in eyes that are glazed, in excessive body fat, and so forth. It is a dynamic event, and it entails consumption of energy. It constrains us physically, emotionally, and ideationally. It is a cocoon to which we gradually become accustomed. Reich viewed all living systems as pulsatile. In the mammal, there are many individual pulsations encompassed within the overall pulse of charge with energy and discharge of energy. There is the heart's pulse, the lungs' pulse, the gastrointestinal pulse, the brain's pulse, and so forth. Armoring narrows the pulsation from aliveness to all aspects of his existence to, in the worst case, living at a level of mere existence. The heavily armored individual fears expansion, and pleasure gives him anxiety. Armoring blocks the flow.